Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das beginnt auf jeden Fall mal wieder ziemlich kostenintensiv wie mit dem SL. Ich habe es tatsächlich zurückgeschafft in die Halle, ohne Probleme, mit diversen Mal Auslösen der Alarmanlage. Aber mittlerweile habe ich den Bogen auch raus. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen, den SL ein bisschen off-cam auseinanderzunehmen. Mal auslesen lassen bei Mercedes Silvergrüpp in Itzehoe. Liebe Grüße an die Jungs. Die haben beim Auslesen direkt rausgefunden, dass es wohl ein paar mehr Probleme als am Anfang ersichtlich war. Schon wieder der Typ. Ja. Es waren ein paar sehr teure Probleme und die versuche ich jetzt in den Griff zu bekommen. Katastrophe. Zuallererst ist die Stützbatterie, welche hier vorne verbaut ist, absolut nicht gesichert, wie man hier sieht. Das sollte man auf jeden Fall nochmal machen. Pluspol sollte man mal abdecken, aber die Stützbatterie ist des Weiteren defekt. Dadurch, dass die Stützbatterie defekt ist, schaltet er alle Komfortfunktionen aus, insbesondere auch Keyless Start. Ich habe es jetzt schon probiert, die Batterie einmal aufzuladen. Dann funktioniert tatsächlich Keyless Start sogar. Das ganze System funktioniert folgendermaßen. Hat hier in dem Baujahr Mercedes halt so eine Schlüsselkarte. Geht dann einfach zum Fahrzeug. Die Schlüsselkarte sollte natürlich geladen sein und kann dann hierüber in der Theorie abschließen. Ich habe keine Ahnung, warum man das jetzt nicht macht. In der Theorie sollte man eigentlich ab- und aufschließen können über die... Ah ja. So, jetzt hat er versucht abzuschließen. Und jetzt hat er aufgeschlossen. So, dann kann man das Fahrzeug betreten, hat man hier diesen Knopf und wenn das jetzt funktioniert, dann sollte er jetzt die Zündung anmachen, genau. So, zack, Zündung hat er angemacht. Das heißt, das System funktioniert soweit schon mal. Jetzt, dadurch, dass ich die Stützbatterie einmal komplett geladen habe mit meinem Aufladegerät und da so einen Entsultierungsvorgang gemacht habe, ich hoffe sehr, dass die Batterie stabil bleibt. So, erstes Problem schon gelöst. Durch die Stützbatterie werden wahrscheinlich diverse Sachen jetzt auch funktionieren. Ein Problem bleibt allerdings, Zentralverriegelung geht nicht, Kofferraumöffnung geht nicht und zusätzlich Verdeck geht nicht. Habe ich ein bisschen weiter geforscht. Ihr kennt es ja alle noch von White Tiger höchstwahrscheinlich, da kann ich es einmal kurz erklären. Baureihe 220 und 215 hat hinten rechts im Kofferraum, ich glaube, ich kann das sogar zeigen, weil der offen ist, eine Unterdruckpumpe, da gehen die ganzen Leitungen rein, wie man hier sehr schön sieht. Diese Unterdruckpumpe für 215 und 220, also für S-Klasse und CL, die gibt es unendlich am Markt, weil natürlich sehr viele 220er S-Klassen geschlachtet werden aufgrund ihrer Rostprobleme. Hier hat mir damals der liebe Moody eine verkauft, die habe ich dann im White Tiger eingebaut und dann hat alles wieder funktioniert. Zentralverriegelung, Sitzverstellung, also dass sich die Komfortlehnen an einen Rand schmiegen. Bei diesem Wagen ist das Ganze jetzt ein bisschen anders. Das ganze System wird über Unterdruck gesteuert, das heißt in diesem Kasten ist eine Unterdruckpumpe. Bei dem Fahrzeug sitzt die hinten links, habe ich euch ja eben gezeigt. Bei dem SL sitzt die einfach hier unten, also an dem tiefsten Punkt überhaupt. Es wäre ja alles kein Problem, die am tiefsten Punkt zu verbauen. Mir würde jetzt gar nicht einfallen, was da schieflaufen könnte. Jetzt sieht man hier schon, da hat man schon mal die Kofferraumwanne geöffnet, beziehungsweise offen gelassen. Also da kann man einfach jetzt unten auf den Boden gucken. Zusätzlich haben die SLs hier massive Abdichtungsprobleme an diesem gesamten Kofferraumdeckel. Das heißt, wenn man zum Beispiel zum Lackieren oder sonst was diesen Kofferraumdeckel ausbaut und ihn nicht perfekt wieder einsetzt, wie man dann vielleicht auch hier an den Schleifspuren am Lack sieht, dann kann die Dichtung natürlich nicht ihr Übriges machen. Und man hat nicht nur ein bisschen Rost und sowas. Hier drunter möchte ich gar nicht gucken, weil hier unten unterm Fenster ist auch schon eine bekannte SL-Schwachstelle. Da sieht man es sogar. Oh mein Gott. Ihr könnt es euch denken, Wasser plus Unterdruckpumpe, also Wassereintritt hier plus Unterdruckpumpe. Jetzt wäre es ja alles kein Problem, könnt jetzt hergehen. Ich habe natürlich Moody direkt angehauen und gefragt, ob er nochmal so ein CL geschlachtet hat und ob er mir dann nochmal so eine Unterdruckpumpe verkauft. Wenn wir hier nicht eine wunderschöne 230er Teilenummer haben. 230 steht für R230, also für SL. Das bedeutet, diese Pumpe ist ein komplett anderes Modell als im CL und in der S-Klasse. Und wo unterscheidet sich das jetzt? Ich kann mal kurz gucken, ob ich die alte Pumpe vom CL noch finde. Okay, die alte Unterdruckpumpe vom White Tiger scheint den Weg zum Schrott bereits gefunden zu haben. Aber ich kann es euch sagen, das hier ist der Unterschied. Dieser Schalter. Also erstmal war der Schalter ausgehängt bei mir. Also der Stecker hier, dieser Stecker, der lag einfach neben der Pumpe, also war gar nicht eingesteckt. Da dachte ich schon so, ja, Jackpot, einstecken, alles gut. Früh gefreut, ich habe den eingesteckt, es hat sich natürlich trotzdem nichts getan. Der Stecker geht hier einmal rum, und ich habe
tatsächlich gefunden, wo er hingeht. In die Verriegelung hier. Diese Verriegelung ist für die Kofferraumabdeckung zuständig. Und das ist auch der Fehler, den mir der SL vorne ausspuckt. Kofferraumabdeckung schließen. Daraufhin habe ich den Schalter, der hier soll auch gerne mal kaputt gehen, habe ich die Kabel ausgebaut, fachmännisch verlötet, weil das ist ein Kontaktschalter. Das heißt, wenn der Kontakt meldet, dann ist es für das Steuergerät gut. Dieses gesamte Cabrio-Dachsystem quasi, dass er das Dach überhaupt freigibt zum Öffnen, wird einfach über die Unterdruckpumpe gesteuert. Und die ist defekt. Ich habe dann natürlich direkt bei Mercedes gefragt, was denn dieses Gerät kostet. Nur so aus Interesse, ne? Nicht, weil ich Kaufinteresse hätte, sondern nur aus Interesse. 1000 Euro netto für dieses Ding. Und ich würde mal sagen, ich habe bei meinem Bentley ja auch schon einen Kostenvoranschlag von Bentley über, ich glaube, 680 Euro netto bekommen damals für die Unterdruckpumpe, die das Bremssystem geregelt hat. Und habe es im Endeffekt dann für unter 80 Euro gelöst. Da lasse ich mich doch lumpen. Das Ding nehme ich jetzt auseinander. Mir egal, wie sie das hier verschweißt haben, damit man es nicht öffnet. Ich hoffe sehr, dass das Steuergerät, welches ja hier drin ist, nicht abgesoffen ist. Ich dachte, die wäre so richtig aufwendig. Keine Ahnung, aufflexen muss, irgendwelche Plastikschweißnähte oder so. Also entweder irgendjemand hat die vor mir schon mal geöffnet oder wir haben sich keine große Mühe gegeben, die irgendwie zu verschließen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal meine Aussage von eben zurücknehmen. Auf jeden Fall habe ich es jetzt geöffnet und es riecht irgendwie verbrannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, warum es verbrannt riecht. Man steuert diese Unterdruckpumpe nicht über ein Relais an, sondern die bekommt einfach Dauerstrom. Und immer, wahrscheinlich irgendwas im Steuergerät merkt, dass der Druck abfällt, pumpt die nach. Ich habe mir mal die Sicherung, beziehungsweise die Jungs vom Mercedes Süferkrüpp haben sich die Sicherung angeguckt. Da gehört normalerweise eine 20er rein. Da war einfach eine 35, wirklich 35 Ampere Sicherung drin. Das Größte, was bei Mercedes im gesamten Fahrzeug verbaut ist, ist eine 30 Ampere Sicherung. Das ist richtig gefährlich. Das Ding hätte auch easy abbrennen können. Was hast du? Dementsprechend gehe ich mal sehr fest davon aus, dass die Pumpe einfach gefressen hat. Aber wie man hier schon sehr schön sieht, hat die Pumpe einfach Plus, Minus und zwei Eingänge. Mal gucken, ob man die Pumpe mal separat ansteuert, ohne jetzt hier über die Platine zu gehen. So, die dicke Bärde ist bereit, ne? Plus, Minus, zack, 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 hier. Minus verbunden, danke an Aykut Abi für dieses coole Kabel. Und dann werde ich jetzt mal mit Plus raufgehen und mal gucken, ob die Pumpe anspringt. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, schön. Freunde. Ja, ich würde mal sagen, wir haben Motorschaden an der Pumpe. Kam jetzt zwischendurch die Idee, dass ich einfach vielleicht eine 220er oder 215er Pumpe schlachte und quasi Teile daraus benutze, um die einzubauen. Dann habe ich gesehen, dass es hier so einen Rotor gibt, der wohl mit der Zeit verschleißt, weil der hier dreht sich quasi die ganze Zeit und wahrscheinlich mit Fliehkraft macht er dann hier irgendwelche Flügel auf oder so. Ich habe das ganze Ding auf jeden Fall einmal auseinandergenommen. Ich bin froh, dass es kein Geruchs-YouTube ist hier, weil das riecht auf jeden Fall alles ziemlich stark verbrannt. Habe dann einfach mal die Pumpe genommen und wieder Plus und Minus angeschlossen und es hat sich immer noch nichts getan. Das heißt, es ist hundertprozentig die Spule hier drin in der Pumpe. Das kann man auch nicht reparieren. Es bringt nichts, hier einen neuen Rotor zu kaufen. Der neue Rotor würde nämlich tatsächlich sogar in Deutschland angeboten werden für rund 80 Euro. Das bringt auch nichts. Jetzt muss ich mal gucken. Eine neue Pumpe in China kostet 123 Euro plus 15 Euro Versand, aber hat natürlich eine ziemlich krasse Lieferzeit. Ich bin jetzt gerade auf jeden Fall ziemlich ratlos. Ich werde jetzt mal ein paar Kontakte anhauen und mal fragen, ob zufällig irgendjemand, warum auch immer, so eine Pumpe liegen haben sollte. Wie gesagt, nach wie vor verstehe ich nicht, wie die Pumpe funktioniert genau. Also wir haben, also das hier ist auf jeden Fall der gesamte Motor, der dreht hier die Welle. Und dann haben wir hier Ein- und Ausgang. Der Eingang ist, ich weiß nicht genau, ob man das sieht, der Eingang ist mit so einem, da saugt er wahrscheinlich die Luft an. Da ist so ein Sieb drin, da ist auch ein bisschen Dreck drin. Das hier ist der Ausgang, der ist auf jeden Fall mit einem Rückschlagventil behaftet. Man könnte jetzt, glaube ich, in der Theorie das hier umdrehen, sehen, okay, wo ist Eingang, wo ist Ausgang. Hier ist Ausgang und hier eine Pumpe samt Rückschlagventil anschließen, der den Ventilblock quasi mit Druck versorgt. Das könnte man machen, weil ich weiß ja, dass hier zum Beispiel der Eingang ist. Ja, Leute, zwei Tage später, ne, zurück im Schloss. Moin Moin Flo, ne? Moin, moin. Hier ein bisschen am Smart Repair, ne? Ah ne, das Ding wurde ja frisch gelackt. Genau, finishen. Kannst hier auch nochmal rüber finishen. Mattlack ist eine Top-Sache, ja, sagst du, ne? Ja, auch da wird aufgrund der Mattlackierung nicht viel zu machen sein, ne? Ja, da so ein Ding. Kannst du nichts machen. Ne? Ne, das ist schon getupft.
Ja? Ja, das ist schon das Beste, was du machen kannst. Ja, natürlich, ne? Ja. Da hat man mal einen Schlüssel. Also ich denke mal, er hat beim Tanken den Tankdeckel da drauf gelegt. Ja, matt. Du kannst matt nicht polieren. Das heißt, da lässt sich nichts machen. Aber matt, wenn du sowas hast, einmal neu lackieren. Könnt ihr ja jetzt in die Kommentare schreiben, ob Flo und ich das Ding durchlackieren sollen. Aber ich fürchte fast, also ist ja, im Gesamtbild ist es ja schön, ne? Ja, man sieht halt, dass es viel GFK ist, ne? Und das ist sehr wellig. Das haben die Leute tatsächlich auch schon geschrieben, ob das nur auf Kamera so aussieht. Nein, es sieht nicht nur auf Kamera so aus. Das Ding sieht wirklich so aus. Ist ein bisschen angewählt, ne? Flügelhaube. Aber ist halt auch bei dem ist es ja noch schlimmer, die Haube. Da hast du ja richtig die Poppen drin, da ne? Da fällt es mehr auf, weil es glänzend ist. In matt siehst du ja, du hast ja keine Reflexion, dadurch siehst du diese Welle nicht. Da fällt es natürlich viel mehr auf. Aber wenn du den jetzt in Hochglanz lackieren würdest, würde der genauso aussehen. GFK ist auch echt nicht mein Freund, muss ich sagen. Nee, meiner auch nicht. Also gerade mit Passgenauigkeit und so. Ja, na gut, dann will ich dich nicht weiter von der Arbeit aufhalten. Aber eine Minute müsstest du noch kurz ruhig sein. Ja. Einmal kurz hören, ob meine Pumpe funktioniert. Ich habe nämlich tatsächlich eine neue Pumpe besorgt. Vielen Dank hier an Leon von Moody Parts heißt es, glaube ich, jetzt. Der liebe Leon schlachtet neuerdings 2,15er und 2,20er. Ich habe ja festgestellt, dass die Pumpe die gleiche ist wie die Pumpe, die hier vorher im SL drin war. Dass sich nur das Steuergerät unterscheidet. Teste ich natürlich noch einmal kurz, ob die Pumpe funktioniert. Optisch sieht sie auf jeden Fall komplett gleich aus wie die, die ich hier schon rausgepflückt habe. Muss ich einmal kurz gucken, wo die dicke Bertha ist. Oh, Alter. Okay, das war krass. Die geht richtig ab, Alter. Gut, Leute, ich würde mal sagen, die Pumpe funktioniert. Ich baue das jetzt alles wieder ein. Bastel die Kabel hier zusammen, plus minus. Sollte nicht allzu schwer sein. Die Pumpe habe ich jetzt hier unten reingemacht. Ich habe sie angesteckt. Allerdings habe ich festgestellt, dass sie gar nicht angesprungen ist. Ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Um ehrlich zu sein, ich guck mal. In erster Linie, ob das Soft-Close-Verdeck jetzt hier sich schließt. Dafür nehme ich natürlich den Schlüssel raus. Tja, vielleicht übersehe ich ja auch irgendwas. Also kann ja auch sein. Deswegen, ich erkläre es dir und der Kamera. Okay, ich bin da, hallo. Also, das Ding hier, das ist die sogenannte PSE-Einheit. Die habe ich jetzt geöffnet, festgestellt, dass die Pumpe der PSE-Einheit gefressen hat, nachdem irgendjemand da eine 35-Ampere-Sicherung statt einer 20-Ampere-Sicherung reingemacht hat. Habe daraufhin die Pumpe getauscht. Pumpe habe ich vorher festgestellt, dass sie läuft, nämlich sie an Plus und Minus angeschlossen habe. Das heißt, Pumpe wird über das Steuergerät angeschlossen und bekommt darüber Strom. Jetzt habe ich hier alles wieder zusammengebaut. Das war jetzt nicht, also es war keine Kunst. Ja. So, ich habe es einfach wieder zusammengesetzt. Alle Schläuche wieder korrekt angeschlossen und ganz wichtig, den Stecker hier angeschlossen. Dieser Stecker läuft über eine 20 Ampere Sicherung. Also das ganze Steuergerät kriegt 20 Ampere. Genau. Okay. Also dieser Kasten, in diesem Kasten ist eine Platine und die wird höchstwahrscheinlich die Steuerung für das alles sein. Also die wird das irgendwie managen, dass die Verriegelung zum Beispiel zugeht. Ja. Oder dass sie merkt, okay, der Kofferraum ist auf und zieht den Kofferraum zu. Das funktioniert jetzt gerade alles nicht, obwohl die Pumpe ja jetzt wieder heil ist. Habe ich hier die 20er Sicherung kontrolliert, weil ich von Mercedes weiß, dass die da ist. Das ist da die gelbe. Die ist intakt. Das war damals das Problem bei White Tiger, dass die immer rausgeflogen ist. So, das heißt, das Steuergerät bekommt Strom. Ja, aber du. Und jetzt habe ich es mit der Diagnose angesteuert und es sagt, bla bla bla, es kann keine Verbindung zum Steuergerät hergestellt werden. Das ist Steuergerät flöten gegangen. Erstmal so logische Konsequenz. Wie realistisch ist es, dass das da drin so heiß geworden ist, dass sowohl die Pumpe gefressen hat, als auch gleichzeitig, dass die Steuerplatine kaputt gegangen ist. Also bin ich jetzt hier auf einem kompletten Irrpfad oder ist es halt einfach so? Und ich muss es jetzt akzeptieren, dass ich jetzt einfach 1400 Euro ausgeben muss. Nur um diesen Kasten neu zu kaufen mit dieser Billo-Pumpe da drin. Also am Stecker ist ja auch Strom, ne? Genau, und das würde ich jetzt auch noch einmal kurz hier für die Kamera zeigen. Also an der Stützbatterie oder so kann es auch nicht liegen, weil die, ich habe beide Batterien abgemacht vom Fahrzeug und beide voll aufgeballert über Nacht. Also Strom. Ich bin jetzt gerade am Stecker von dem Steuergerät. Strom ist da. Ja, das leidige Thema, ne? Das kann nur ein Mercedes-Profi lösen. Ich glaube, du musst jetzt zum Motorenzimmer.
Der hätte gar nicht die Pumpe auseinandergenommen, sondern einfach für 1000 Euro das neue Ding gekauft. Oder auf seinem Friedhof noch eine gefunden aus dem 190er. Ja gut, komm, das ist jetzt die Moral der Geschichte. Habt ihr noch irgendeine Idee, wie ich weiterkomme? Und wenn nicht, hat irgendjemand eine 230er Teilenummer Pumpe liegen? Durch Zufall, PSE-Einheit heißt das ganze Ding. Ja, bei Rabatt, bei das Mercedes. Das kann doch noch was anderes sein, oder nicht? Was? Es ist ja nicht so, dass der Knopf, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Tür zumachst oder so, verriegelst oder so, geht ja wahrscheinlich keine Leitung vom Schalter dahin, sondern das geht ja erstmal ins SAM oder SAM, wie man das auch immer nennt, übersetzt. Ja, aber trotzdem müsstest du dann ja mit der Diagnose das Steuergerät direkt ansteuern können. Man müsste denken, ja. Ist das Steuergerät denn so gelistet? Einfach ja, unter PS? PSE, Einheit Pneumatic System Equipped, keine Ahnung, irgendwie so. Ist ein einzelner Punkt im Body. Also da drüber, mit anderen Worten, es gibt kein Steuergerät da drüber, zumindest nicht du? 2 Liter SUV. Immer wenn Leute Elektroautofahrer sehen, dann haben die schon so einen Hass. Mhm, weil die so schlau sind, die Elektrofahrer. Alles so ein Greenwashing und so. Ich gehe so, Entschuldigung, kann ich bitte wo in mein Recht Auto haben? Du hast den auch nur wegen der Umweltprämie gekauft. Ja, wegen der Umweltprämie. Ja. Ja. Genau. Und was dann passiert, ist dir egal. Ja, natürlich ist mir das egal. Und dann drückst du wieder den Scheiß ja. hier. Heiko, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Außer Die Leute sollen mal was schreiben, hier die ganzen Mercedes-Meister und ne, Altmeister, sind ja auch viele bei dir unterwegs. Ne? Ja, du kannst noch die Leute fragen hier. Also jetzt habe ich auch wirklich alles probiert. Jetzt kommen die Leute wieder, buggt das Steuergerät oder so eine Scheiße. Nochmal vom Gesamtzustand finde ich es wieder ganz wild, wie das Auto ist. Wie alt für dich jetzt? Eine Woche? Ich meine? Der steht seit 2 Tagen hier. Seit 2 Tagen. Das sieht hier so aus, das sieht so aus, hier sieht da sieht's so aus. Schaffst Und du schaffst das. Ich muss in 33 Minuten bei Ideallack sein, weil wir noch Auto entfolieren. Was? Und da wollte ich eigentlich mit dem Ding hinfahren. Hä, was? Das heißt, den Schuppen hau ich jetzt zusammen. Was machst du? Bei Ideallack seid ihr? In der Kabine. Warum macht man das in der Kabine? Ja, heizen. Aufheizen. Ah, und was für ein Auto? Ja, gut, Freunde. Ja, kennst du die auch? Gut, okay. Freunde, vielen Dank fürs Gucken des Videos. Es tut mir leid, dass ich... Ja, das gehört halt dazu, ne? Es kann halt nicht immer jeder S6 auf 10 Zylindern laufen. Mhm. Aber sowas finde ich persönlich extrem, extrem, extrem ärgerlich. Wenn einfach ein Steuergerät flöten gegangen ist, man arbeitet sich hier besser. Ist ja auch Zeit. Alles steckst du nicht drin? Naja, ja. Okay. Aber die Idee, das wäre geil, wenn das so funktioniert hätte. Ja, Daumen nach oben und schöne Woche noch. Ne? Tschüssi. Tschüss. Und wenn ihr eine 230er Pumpe habt, meldet euch ja, bitte. Ja, hast schon gesagt.